RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Den knapp 600 Zuschauern bot sich ein Spiel in Amboss-Manier. Spannung war vorprogrammiert, sind die Remscheider Ambosse und ihre Gegner, die Dortmund Giants, doch Tabellennachbarn. Vor gewohnt vollem Haus verlor der AFC jedoch am letzten Spieltag in der Regionalliga im Rheinzeigener Stadion unglücklich mit 7:10. Dabei sah es lange Zeit noch gut aus für die Bergischen. Kurz vor Schluss stand es 7:7. Aber die Westfalen nutzten in letzter Sekunde noch eine Offensivchance und erzielten mit einem sogenannten Failed Go die entscheidenden Punkte zum Endstand. Damit bleiben sie Vierter der Liga und die Remscheider Fünfter. Im Hinspiel konnten sich die Remscheider noch über einen 35:27 Sieg freuen. Für Cheftrainer Peter Glauner war es nicht nur das letzte Spiel der Saison, sondern auch das letzte Spiel an der Seitenlinie der Ambosse. Er wechselt nach 5 Jahren in der kommenden Saison aus beruflichen und privaten Gründen das Amt zum sportlichen Leiter. Ihn ersetzt Christian Müller. Ziel der Mannschaft in der kommenden Saison ist es, dem Aufstieg ein großes Stück näher zu kommen. Dazu versucht der Vorstand, sich mit einigen zusätzlichen Trainern zu verstärken.